Ich bin Koga, einer der Top 4. Da ich ein Ninja bin, lebe ich in der Dunkelheit. Ninja! Mein komplizierter Stil wird dich verwirren. Wusch, 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 wusch. Und vernichten. Verwirrung, Schlaf, Gift. Auch du wirst ein Opfer meiner hinterhältigen Strategie. Hahaha. Bei Pokémon geht es nicht nur um Kraft allein. Das wirst du noch herausfinden. Ninja! Ich mag Ninjas. Ich mag auch Samurais. Wie eigentlich normal. Eigentlich hätte ich ja Flori oben hochpacken können, ne? Ach, ist jetzt auch egal. Moki lalalalalalala packt das auch schon irgendwie. Warte mal, mach mal Schaufler. Ich will jetzt das wissen. Oh, du bist schneller als Ariados. Das hätte ich jetzt nicht erwartet. Nee, Doppelteam. Obwohl das ja eigentlich dir nicht schaden. Obwohl ja doch, ne? Egal. Weil du siehst es ja nicht, wollte ich sagen. Aber Doppelteam ist ja... Ja, komm, ignoriert. Auf jeden Fall schön viel abgezogen ist jetzt. Ne? Ich weiß jetzt nicht. Ich meine, im Boden wäre effektiv gegen Gift, aber kann mich auch täuschen. Ich vertausche das immer alles so. Gift ist halt eh so ein Pokémon-Typ, wo ich so sage, über Schach steht man schon so irgendwie. So, Omod. Das macht jetzt Flori. Was hat er noch? Omod ist es nicht schon das Stärkste? Nee, wir waren das Stärkste. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht, weiß es nicht, weiß es nicht. Sollte man mehr darauf achten, was meine Gegner machen. Vergesst sowas immer irgendwie. Beziehungsweise man überlegt, klar, Pokémon Kristall ist ja meine Lieblings-Pokémon-Edition irgendwie, aber ich habe das seit Jahrzehnten nicht. Jahrzehnten, das hört sich so alt an. Seit Jahren nicht vernünftig gespielt mehr. Und zudem, ja, hat das irgendwann nachgelassen, Pokémon so. Egal. Ich wäre auch nicht so Pokémon-Profi-Liga oder so. Man soll ja Spaß haben beim Spielen. So, was kommt denn jetzt? Frostelka. Was warst du nochmal? Psycho? Warst du überhaupt Psycho? War das nicht... Bleib du mal oben. Ja, Psycho sei schon Gift, meine ich. Warst du nicht Eisen und... Nein. Warst du Eisen und Gift? Oder Eis und... Nein, Eis und Gift nicht, ne? Was warst denn du? Du warst nicht nur Gift, oder? Ja, ich habe gar keinen Plan irgendwie. Ist er hart. Hallo? Hallo? Leute? Flori, komm schon. Jetzt piss dich nicht ein wegen den Vögeln da oben. Ja, das hast du nun davon. Da kann ich nichts für. Hast du verkackt? Nein, ist meine Schuld. Die andere Seite der Leine. Gut, dann machst du das mal, Moklala. Ich meine, du wärst Stall und, der Stachler ist da draußen. Stall und, Gift gewesen. Ich kann mich auch eher nicht, ich weiß es gerade irgendwie gar nicht. So ein Pokémon, das blende ich aus. Was warst denn du? 5 Stunden Rätsel, was das für ein Pokémon war, ne? Keine Ahnung. Kaka. Komm, Schlitzer. Der wird ja wohl nicht Trank einsetzen oder so ein Scheiß. So, passt schon. Ja, das haben wir klar, dass es nicht effektiv ist. So. Was kommt denn jetzt? X-Bart. Ich heiße X-Bart. Das nicht. Nee, ich glaube nicht, dass das selber eine gute Wahl ist, aber ist egal. Oh, ich habe auf den Speed-Knopf gedrückt. Halt ich gar nicht. Ich spiele mit dem Controller, ist ja egal. Hier machen wir Feuer, oder? Ignoriere das Doppelteam einfach. Ich hasse X-Bad, obwohl X-Bad cool ist, aber trotzdem hasse ich. ich hätte mir mehr auf Kaskade. Stimmt, das ist sein stärkstes, ne? X-Bad. Ich weiß nicht, was hat denn der noch? Ein Omod nochmal oder so? Oh, jetzt geht der Scheiß auch noch daneben. Gut, dann mach Feuer oder wenn es dir Spaß macht. Weckte mich nicht auf, Leute. Ich bin gerade so gegen X-Bad total unterlegen, weil ich gar keinen Plan habe. Haha.
Also dagegen einsetzen. Ich habe halt keinen Elektro-Typ. Ich glaube, das ist schon so ein bisschen störend, dass man keinen Elektro-Typ hat. Tut mir leid, Sarah. Danke für deine Dienste. Wir sind noch alles tot, Vara. Komm her. Ja, Dicker. Ja, ja, die Stachler geben mir auch ein Pisser. Hier macht Schlitzer und dann. Oh Gott. Oh, noch eine Top-Genesung. Verdammte Kack-Kack. Wie so ein Gift-Pokémon aufregen kann. Ja, du regst mich auf, Alter. Die sind schneller? Nicht wirklich. Ich kann doch nicht schneller sein als X-Bad. Muss ein Fehler sein, egal. Das ist uncool. Hat er schon mal erwähnt? Ach, von seiner hinterhältigen Taktik merkt man aber noch nicht viel. So ein bisschen Gift, das war seine erste Giftattacke, glaube ich. Ja, war es irgendwie. Außer Doppelteam und ein bisschen Verwirrung kam da noch nicht viel. So. Sleemord. Ich hasse dich irgendwie genauso. Ich mag ja keine. Auf wen vertraue ich denn da? Varantus ist ja vergiftet. Na egal, du bleibst jetzt oben. Ich bin knallhart. Dann musst du durch. Surf einfach mal weiter. Auch wenn natürlich Slime auch wahrscheinlich nicht viel bringen wird. Aber das ist ja egal. Einfach drauf und dann ist gut. Ja gut, das schadet mich. Schadet mich, wie ich das erinnert. Steidigung steigt. Surfer ist aber spezial. Was war spezial, oder nicht? Also zumindest zu dem Zeitpunkt. Obwohl Surfer war früher, ist ja später auch spezial. Der greift ja nicht mit Körper. Gibt es überhaupt eine Wasserattacke, wo man mit Lasch weit, ne? Eventuell. Ne, wie heißt denn das? Das Ding durch ihn, das, was Bammelin, glaube ich, lernen kann. Das müsste auch physisch sein. Wassertempo oder so. Doch, leck mich ja mal. Popo, du weißt schon so, wo halt, ne? Oh, du hast dich als würdig erwiesen. Aha. Ich habe alle meine Register gezogen. Alles war umsonst. Ich muss meine Fertigkeiten verbessern. Betritt den nächsten Raum und stell dein Können unter Beweis. Das nächste müsste Kampf sein oder so, ne? Kampf. Haben wir auch nicht wirklich was entgegenzusetzen. Wir haben kein Flug-Pokémon. Wir haben kein Übertrank. Kein. Wie war das mit. Ich weiß gar nicht, Moklala, bist du dagegen? Effektiv. Also Zetox schon mal gar nicht, das ist ganz raus. Aber ich sehe das jetzt ganz geschillt. Moklala bleibt erstmal oben. Flori bleibt da, wo er ist. Und Sarah, naja, gut. Ich werde mir am ersten gegen Siegfried brauchen. Flori gebe ich nochmal. Gut. Und weiter geht's. Starten wir mal durch. Hallo. Könnt ihr denken, hier geht's um Feuer, aber es müsste eigentlich Bruno sein. Ich bin Bruno, ein weiteres Mitglied der Top 4. Ich trainiere, bis ich erschöpft bin, da ich an mein Potenzial glaube. Auf diese Art bin ich so stark geworden. Kannst du unseren Kraft widerstehen? Ich sehe, du fürchtest dich nicht und siehst entschlossen aus. Genau richtig für einen Kampf. Bereit, Niki. Du wirst dich unseren unbändigen Kräften beugen müssen. Haha. Ha. Dann hätte ich wahrscheinlich anders sprechen müssen. Hallo, lieber Bruno. Capoeira, ich gehe nach Hause. Mag ich nicht. Also mag ich schon, aber ich mag es nicht als Gegner. Ich mag überhaupt keine Kampf-Pokémon als Gegner irgendwie. Geh mir mal auf den Pisser. Ich müsste ein Schädeltrauma haben, das ist ja wie so ein Pendel. Oh oh. Funktioniert sie jetzt Erdbeben, auch wenn die unter Erde waren? Warte mal, sind wir schneller? Ich bin ein Genie. Nein, du Loch. Verdammt mich. So.
Was jetzt davon? Von voll drüber gehen mir doch auf Nerven, ey. So, wen kommst du denn jetzt? Nokachan? Nokachan? Wo bist du pink in dieser Edition? Oder zumindest siehst du hier so pink aus. Bleib mal bei meiner Taktik mit RTB bin. Ich hoffe, das ist eine gute Taktik. Aber es zieht viel ab. Oh, Eisenhieb. Eisenhieb. Oh, ich habe jetzt schon gesehen, dass ich erfroren bin oder so. Einfriere. Habe ich schon kommen sehen, aber Gott sei Dank nicht. So, 44. So, mit was kommt er denn jetzt? Das hat er. Machomai hat er noch. Kikli hat er noch. Und wen hat er noch? Onyx, ne? Oder, ne, Stalos wird er bekommen haben. Und Onyx, denke ich mal. Erdbeben. So, oh, Kikli ist ja gleich weg, das gefällt mir. Okay, gut, dass ich Ether und so einen Scheiß dabei habe. Machomai, machst du auch? Ich glaube an dich. Und sagt einer, Sandama ist nicht gut. Oh, Machomai sieht immer so seltsam aus. Besonders, wenn ich schräg finde, es gibt ja auch weibliche Machomais. Das stelle ich mir so ein bisschen schräg vor. Irgendwie merkwürdig. Nichts gegen Frauen mit Muskeln, aber Machomai weiblich ist dann doch ein bisschen uncool. Besonders eventuell so mit Schleifchen oder so. Ich weiß gar nicht mehr in welchem. In irgendeinem Anime gab es auch, in irgendeiner Folge von Pokémon gab es auch Pokémon, was männlich war, was männlich aussah, aber irgendwie was weibliches hatte. Ein Schleifchen oder so, ich weiß gar nicht mehr. Kreuzlieb, ja. Danke, Moklala, für deine Dings. Flori, komm schon. So, du müsstest eigentlich schneller sein. Betone mich natürlich auf eigentlich. Ja, Top-Trank. Einen Top-Trank setzt der Affe ein. Wie uncool. Damit hätte ich rechnen müssen. Hätte ich. Habe ich aber nicht. Das ist schlecht. Aber gut. Immer mit der Ruhe, das kriegst du schon hin, Florilein. Jetzt halt das so Turbo-Dings ja bloß. Ich glaube, hier ist es auch Turbo-Tempo. Ne? Ist doch dasselbe, was das Dragonier kann. Ne? Oh, Glück gehabt. Komm schon schön runterarbeiten. Er könnte mal brennen. Das ist vielleicht mal ganz nett. Seine Boxershorts ist ja doch, denke ich mal, entflammbar. Ich hasse Kreuzen. Naja, geht ja noch knapp die Hälfte. Ein bisschen weniger, ja, ein bisschen weniger. Jetzt die Hälfte. So, machen wir mal dann auch weg. Fein, schöner Flori. So, was hast du noch? Oh, nix, sag ich ja. So, das macht dann der Ivara. Dann kriegt der arme Junge auch nochmal was zu tun. Aber Onyx ist ja eigentlich nicht direkt Kampf, ne? Da wird halt auch gerne von Kampftrainern anscheinend oh, ich wollte nicht Schlitzer, ich wollte Surf fragen. Ja, ich weiß, dass das nicht effektiv ist. Ja, ich bin jetzt ein Erdbeben drauf dafür. Fehler müssen bestraft werden. Gehört sich so. Jetzt aber Surfer. Das wollte ich eigentlich. Ja, und dann bist du raus, ne? Tja, Level für den lieben Varanto. Warum? Wie konnte ich nur verlieren? Ein bisschen hoch für einen Mann. Da ich verloren habe, muss ich jetzt still sein. Bereite dich auf die nächste Herausforderung vor. Ja, wer ist denn der nächste? Unlicht, ne? Agathe? Agathe Power! Agathe Bauer, ne? Nee, war nicht irgendjemand tot? Ja, Moklana war tot. Unlicht. Oh, da haben wir ja auch nicht wirklich was, ne? Moklana, du bleibst so. Weil du hast ja Trümmer. Ich weiß jetzt nicht mehr, nach Tara fängt der fängt die glaube ich, an. Was hat sie denn noch? Ich denke mal Kramorax, Hundemon. Gengar wahrscheinlich. Und sicher machen wir mal wieder, müssen wir auch mal wieder. Von mir der Emo abkackt und dann hier die Kacke am Dampfen ist.
Hundemon. Kamorax. Ich bin Melanie, die Nummer 4 der Top 4. Du heißt Niki, sehr amüsant. Ich liebe Pokémon des Typ Unlichts. Ihr wilder, harter Ruf gefällt mir. Und sie sind wirklich stark. Glaubst du, du kannst es mit uns aufnehmen? Los, ich will mich sicher amüsieren. Auf geht's! Ich bin zu alt für diesen Job. Oh, heutzutage kriegt man die ganze so spät. Ach, die sieht gar nicht so aus. Ich hab sie so alt denn da genommen. Ach, Melanie ist das. Ups. Ich hab gedacht, das wäre Agathe. Egal, ich hab's jetzt trotzdem wie eine Hexe gesprochen. Ist ja doch auch eine Agathe, oder? Aber das war Geist, ne? Fail. Komm hier, Zertrümmerer. Sieht zwar nicht viel ab, aber vielleicht ein bisschen Step drauf. Naja, 30 müsste das abziehen. Ich glaube, das sieht 20 ab und mit... Ach nee, da ist ja gar kein Step drauf. Ja, dann zieht es nur 20 ab. Egal. Mit Erdbeben sind wir wahrscheinlich schneller. Oh, schon wieder Verwirrung. Oh, mucklalalala. Schon wieder Brathähnchen. Das war nicht so mein Ding, aber was so. Nee, ich bin kein Vegetarier. Fleischfan bin ich jetzt auch nicht unbedingt. Ich bin auch nicht so der Typ Mensch, der alles essen muss. Also sowas gibt's ja auch, die dann wirklich ne, alles irgendwie essen müssen. Auch Tiere, wo ich sage, naja gut, aber jetzt kommt ja dieser Insektenbumm hier rüber. Also dass man Insekten isst. Ich meine, muss ein Mensch wirklich alles essen? Also... Klar, also ich habe gehört, dass angeblich, wenn man jetzt seinen Fleischkonsum halt statt auf Schwein, Rind oder so macht, auf Insekten machen soll, weil das ökologischer oder umweltfreundlicher und so weiter und so fort sei. Chris, wie war das, glaube ich, mit 10 Kilo Getreide kriegst du ja umgerechnet 1 Kilo Fleisch oder so? Und bei Insekten sind das wohl 8 Kilo, die man da rauskriegt. Ich meine, ne? Klar. Obwohl ich dann immer wieder um den Punkt sehe, dass Insekten ja schon mehr auch schwierig, also nicht schwierig in der Aufzucht, weil die, ne, die vermehren sich ja schneller, als man gucken kann, aber dass die auch, die brauchen auch hier Wärmekammern und sowas alles. Also ich weiß nicht, ob das wirklich umweltfreundlicher ist und sowas alles. Naja, wie gesagt, ich bin auch nicht der Meinung, dass man alles essen muss, was kreucht und fleucht. Klar, wenn es, ne? Also wie für uns Gänger. Wie für uns normal ist, ich glaube Unlicht. Nee, Unlicht war stark. Wie es für uns normal ist, Schwein zu essen. Ist es für die Japaner normal, Fisch und leider auch Wal oder Delfin zu essen? Aha, ging ja schnell. Und Zeitungslevel, das ist schön. Wie für, was weiß ich, also, das wollte ich jetzt eigentlich sagen. Wir haben keine Elektro-Pokémon. Nee, das würde ich nicht. Ja, ich hätte eigentlich tauschen sollen. Mal Zetoxin, Kramorax. War total die scheiß Idee. Genau, wie es für uns halt normales Schwein zu essen ist, wie gesagt, für Japaner halt was Fischiges oder für. Was weiß ich, andere Länder essen halt viel Schaf oder so. Und für andere Länder ist es halt normal, Insekten zu essen. Und da bin ich halt wirklich der Meinung, man muss ja nicht alles essen. Also, nur weil es jetzt andere tun, müssen wir es ja auch nicht tun. Finde ich so ein bisschen eigentlich. Dann lieber Fleischkonsum runterstellen und mehr auf Gemüse gehen. Ist eh gesünder. Meiner Meinung nach. Ist es auch im Prinzip. Zudem könnte man dann vielleicht ein bisschen die Hungern, also das Menschen hungern, ich meine, mit 10 Kilo Getreide kann man schon viel machen. Und mit einem Kilo Fleisch jetzt nicht wirklich, also klar, du kannst damit auch da so ein paar Leute ernähren, aber mit Getreide dann doch schon eher. Ich meine, man muss sich das dann ja auch umrechnen. Was hat so ein Rind? Das hat ja kein, das wiegt ja nicht ein Kilo, das wiegt ja, das ist ja ein Rind. Ich bin Tiefflieger, ich muss das wissen, aber
Keine Ahnung. Ist ja nicht ganz so mein Milieu. Rind und Schaf und so. Ah, egal, ihr wisst schon, wo ich drin. Ich mach bestimmt Trank oder sowas. Wusste ich doch. Ihr wisst schon, wo ich drauf hinaus soll. Was ich halt doof finde, wenn man auf einem Tier, was weiß ich, das nur tötet, nur um da ein Schnitzel rauszubekommen und dann das wegschmeißt oder wie gesagt draus Pelz macht, nur finde ich so ein bisschen absurd. Also ich habe letztens wieder ein Doku gesehen, da ging es halt um Pelz und schlecht. Ah, und ja, da hat die Frau dann gesagt, wenn man dann so gesagt hat, ja, die werden dafür extra gezüchtet und in den Käfigen und so, und dann meint sie so, ja, dafür sind die Tiere ja da. Nun, du bist gut, das gefällt mir an einem Trainer. Starke Pokémon, schwache Pokémon, das ist nur eine subtile Einschätzung anderer Menschen. Wirklich begabte Trainer gewinnen mit ihren Lieblings-Pokémon. Ich mag deinen Stil, du weißt, was wichtig ist. Schreite voran, der Schimpfer, oh, der Schimpf, oh, der Schimpf, oh, ich hab Angst, ich hab Angst, ich hab Angst, ich hab Angst. Ich geh nicht, gehen Sie. Ich habe solche Angst vor dem Schelm. Siegefritte. Siegefritte. Wir haben einen Spitznamen. Nein.